Willkommen zurück zu einer neuen Folge von hier sind wir, okay. Von ich bin gerade am Suchen. Okay, den haben wir. Mhm. So, also. Auf Duty, Modern Warfare. Aber wir sind hier wieder. Ich brauche mehr Zeit und mehr Ruhe in diesem Spiel. So, und angeblich soll hier irgendwo eine Leiter sein. Okay, wo ist... Wo ist diese gottverdammte Leiter? Scheiß Zeitlimit! Ja. So. Was sagt jetzt doch mal dieses Escape the first building? Ja. There's a ladder directly to your right. Nö, ist es nicht. Wir haben eh zwei übersehen, aber trotzdem, ich will den Rest jetzt ganz gerne mitnehmen. Ach, hier hoch? Nee. Enemy's closing in. Put me in a good spot where I can cover you. So. Hier irgendwo eine Leiter? Ich möchte gern diesen. Du startest wahrscheinlich jetzt komplett neu, ne? Wir sehen uns, wenn ich dieses Ding jetzt gefunden habe. So. Dann mache ich hier nochmal kurz einen Schnitt und ich hoffe, ich finde es diese verdammte Leiter. Wie gesagt, dieses Zeitlimit nervt mich gerade unglaublich und dass ich halt dieses Zeug nochmal neu machen muss. Bis gleich. Okay, ich kann sicherlich vorher nichts entdecken hier. Was irgendwie nach links aussieht. So, wir sind also zum ersten Gebäude raus.
Hier ist nirgendwo eine gottverdammte Leiter. Bloody hell, I can't move. Sorry, mate. You're gonna have to carry me. If we run into trouble, you'll have to find a good spot to put me down, so I can cover you. The extraction point is to the southwest. We can still make it if we hurry. Tango's closing fast. Put me in a good spot to cover you. Careful. Oh. Lebt noch. Movement, northeast. Das hat beim letzten Mal besser funktioniert. Aber da sind auch noch Gegner. I can cover you. The extraction point is to the southwest. We can still make it if we Ich glaube, dann gehen wir doch eher hier rüber. Enemy's closing in. Put me in a good spot where I can cover you. Schön. Hostiles closing from the west. Got one! Contact southwest. So, Leiter, Leiter, Leiter. Tango down. Lieutenant Price, don't get too far ahead. Ich will diese scheiß Leiter und dieses scheiß Intel-Ding finden. Warum packt man sowas halt auch in eine Mission, wo Zeitlimit ist? It's time to move. Give me a lift. Ich befürchte, ich habe es gesehen, aber es ist doch kein gottverdammte Leiter in diesem anderen Gebiet gewesen. Hostiles closing from the west. Ich sehe es. Da ist noch mehr. Movement northeast. Target neutralized. Target southeast. Ich sehe ihn. Oh, ich habe so wenig Platz hier mit dieser Maus zu handarbeiten und bin super gestresst und geht gerade alles auf die Nerven hier. Weiter geht's. Da ist auch wirklich dieses Apartment weiter, aber das ist halt eben nicht das erste Apartment, wo wir durchgehen. Deswegen wäre es hilfreich, ein bisschen genauere Beschreibung hier reinzupacken. Ja, wahrscheinlich ist es wirklich hier. Und? Danke fürs Helfen. Wait, make sure these rooms are clear first. Guck mal, da ist Gegner. Oh, wir haben keine Munition mehr. Wait, make sure these rooms are clear first. Ich sehe nicht. Also gut, wir setzen dich jetzt ab. Ich
Ich brauche mehr Munition, ich brauche mehr Zeit, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. So, dann war es das halt eben jetzt mit dem leise Vorgehen. Hier ist... Ach Gott. Ja, unsere beschissene Beschreibung. Meine Schilder von wegen Drop, aber ich dachte, wir sollen einfach zurücklassen, nicht ablegen. Hätten wir reingeschrieben, nachdem der Compton angeschossen wurde, das erste Apartment. Nein. Gott, sorry, ich bin gerade super genervt, aber ich komme halt leider nicht voran und habe jetzt hier wieder mehr Stress, als mir eigentlich lieb wäre. Ja, alles cool, wenn das wesentlich runterlaufen würde. So. Kostet halt auch wieder alles viel zu viel Zeit. Aber gut, dann das Letzte ist dann natürlich am Schluss, wenn wir, ich glaube, ausharren müssen. We're almost there. The extraction point is on the other side of that building. Okay, dann einmal durch. Zack, zack, zack. Oh, lasst es euch mal schmecken. Wir können sogar mit ihm leider noch. Na gut, wahrscheinlich haben wir ihn uns über die Schulter gelegt. Target neutralized. Ebenso. So, hier wäre das nächste. Dann lese ich mir das nämlich jetzt vorher mal durch. Nachdem Leute die Doppeltüren vom Apartment geöffnet haben. Und da drin wäre dann, ja, das nächste. Oh, das scheint nicht so ohne zu sein. Okay. Helicopter is standing by to safe distance. Put me down behind the Ferris wheel where I can provide sniper support. A bit farther to the north. Ah ja, da. This will be fine. Bitte schön. Take the rest of my claymores. Now is the time to use them. The enemy is bound to enter this area, so find a good sniping position. Okay, wie viel haben wir denn noch? Noch einige, glaube ich, ja. Cool. Aber wenn noch wohl einige durchkommen, dann mache ich vielleicht noch eine zweite Reihe hin. Und so noch C4. Ich glaube, wir könnten uns auch hier irgendwo reinlegen, ne? So, dann, wo ist denn das Gebäude mit diesen Doppeltüren? Ja. Ich suche nach diesen... Ja. Ich suche nach diesen verdammten Collectible-Scheiß-Dingern hier. Tango's inside. Let them get closer. Stand by to engage.
open fire. Tango down. Na, wie gesagt, erledige du schon mal so viel es geht. Okay, das war die erste Claymore. Na, von hier kommt die auch, oder? So, aber eigentlich passt es von hier. Muss ich ja sagen. Von? So, wann soll das jetzt sein? Im Apartment rechts davon. Also irgendwo hier. Ich kann mich hier nicht so wirklich bewegen. Hört auf, hier Granaten zu schmeißen. Das ist meine Deckung. Die wahrscheinlich. Tango down. Okay, ich glaube, ich kann die einfach nicht abschießen. Hier habe ich halt auch überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten, falls Granaten kommen. So, wir haben also hier noch ein paar eigene Granaten. Aber es reicht nicht. Meine Güte, kostet mich diese Mission Nerven. Ja, hier ist halt so viel Zeug im Weg. Aber dann, wie gesagt, es wird hier dieses Gebäude sein. Sehr gut. So, das war's mit euch.
fuck. Ich dachte, er holt noch ein paar von den anderen mit. Oh mein Gott! So. Ja, viel haben wir leider nicht geschafft in der Mission. Meine Nerven sind auch ziemlich am Ende gerade. Ich mache eine Aufnahmepause. Also eine Sessionpause. Folge ist jetzt auch um und ich hoffe, in der nächsten Folge kriegen wir es endlich mal hin. Und ja, wie gesagt, tut mir leid für die schlechte Spielweise und das genervte Kommentieren, aber wie gesagt, ich hasse es nicht voranzukommen und das ist gerade der Fall. Nächstes Mal geht's hoffentlich besser. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und macht's gut. Ciao, ciao.